In diesem Video zeige ich dir, wie du die Zunahmen für das Rückenteil entlang der Schultermaschen strickst. Ich hatte jetzt schon mal zwei zusätzliche Reihen. Also ich habe jetzt drei Reihen schon gestrickt und zwei Zunahmen. Ich zeige dir jetzt aber zunächst die Hinreihe. Und diese beiden Reihen, also die werden dann immer wiederholt. Reihe, zwei Maschen, drei Maschen. Drei Maschen rechts. Die Maschenmarkierer abheben und dann eine Zunahme. Links geneigt. Das heißt, den Querfaden von vorne auf die linke Nadel heben und diesen Querfaden rechts stricken. Zwischen alle Maschen rechts. Rechts bis vor den zweiten Maschenmarkierer. Dann erfolgt eine Zunahme rechts geneigt. Faden von hinten, also von hinten auf die linke Nadel und diese rechts stricken. Nach dem Maschenmarkierer wieder drei Maschen rechts und die Rückreihe. Drei Maschen links, den Maschenmarkierer abheben. Dann soll eine Zunahme rechts in der Rückreihe gestrickt werden. Eine Zunahme rechts, also den Faden von hinten auf die linke Nadel nehmen und diese Masche links abstricken. Ups, so. Dazwischen alle Maschen links. Geschafft. So, bis vor den nächsten Maschenmarkierer, alle links. Und dann erfolgt eine Zunahme links in der Rückreihe. Die Zunahme links. Den Querfaden finden. So, Zunahme links, den Querfaden von vorne auf die linke Nadel heben und dann diesen Querfaden verschränkt links abstricken. So, den Maschenmarkierer abheben und die drei Maschen links stricken. So, und die letzten beiden Maschen werden jetzt, wie gesagt, so lange wiederholt, bis man die Breite des Rückenteils erreicht hat. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es hilft. Ja, über Feedback freue ich mich natürlich.